Björn Ruppert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Gerne, gerne. Ich habe zu danken. 2021, die Corona-Zeit. Können Sie sich noch daran erinnern damals an irgendein Projekt? Welches Bild haben Sie damals gemalt? Gab es überhaupt Ausstellungen? Lange, lange, lange ist das her. Aber ich versuche mich mal daran zu erinnern. Ich vermischte, glaube ich, Pflanzenfasern und Nudelteig zu einer Masse, die ich zu Streifen formte. Und Sie waren sich sicher, dass das wirklich so war? Na klar. Ich weiß doch, wie ich diese selbstgeschnitzte Holztafel mit Streifen beklebt habe. Streifen für Streifen. Einzeln bemalt. Und aufgeklebt. Und bemalt. Ich war fertig mit meiner Arbeit, als plötzlich die Tür zu meinem Atelier aufging. Ja, und Und ich war fertig mit meiner Arbeit. Und ich musste das Bild schnellstmöglich und unbeschadet zu der Ausstellung bringen. Die Frist war schon fast abgelaufen. Ich war sehr in Eile.